darf nie vergessen, während dem Krieg die private Bauerei ist natürlich weitgehend zum Stillstand gekommen. Weil Beton haben wir kaum können machen, weil der Zement haben sie gebraucht für Befestigungen in den Alpen. Und das war ein grosser Zementmangel nach dem Krieg. Das war eine Aufbruchstimmung. Die Bauindustrie ist auf Hochtouren gelaufen. Weil schon damals haben wir eigentlich sogenannte Wohnungsnot in der Stadt Zürich. Weil während des Krieges wurde praktisch keine Wohnung gebaut worden. Aber die Bevölkerung hat durch die indirekte Einwanderung über die Flüchtlinge etc. natürlich zugenommen. Den Schritt in die Selbstständigkeit habe ich darum gemacht, weil ich überzeugt war, dass in dieser Firma, in der ich angestellt war, keine Zukunft habe, dass meine Zukunft besser ist, wenn ich das, was ich dort gemacht habe, auch auf meine Rechnung selber machen kann. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Mit Hilfe der Gemeinde. Weil ich natürlich das Land brauchte, um eine Produktionsanlage aufzubauen. Und das Land hatte ich nicht. Sondern das habe ich dann bei der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war der entscheidende Punkt, weil ohne Land war nichts zu machen. Und dann habe ich natürlich als einer der ersten die Tunnelverkleidung vom Mositunnel ausgeschrieben vom Kanton Schwyz. Und habe ich als neu gegründete Firma eine Offerte abgegeben für das Tunnelsystem, das noch niemand gemacht hat. Das war absolut neu. Und habe dann den Auftrag bekommen, weil ich viel billiger war, obwohl die Firma eigentlich erst im Aufbau war. Zum Glück hat sie gepasst, dass wir die nötige Produktionsfläche, Hallengrösse und so weiter hergebracht haben, bevor wir anfangen mussten, den Musitunnel Verkleidung, Ort und Stelle montieren. Und dann ist natürlich dann die Firma gewachsen, weil wir haben dann dort etwa im 72 sind wir glaube ich, etwa 120 Leute gewesen. Wir haben ja dann ein Ingenieurbüro gehabt, wir haben eine Bauunternehmung gehabt und da im Weg und im Weg sind wir sicher 60, 70, 80 Leute gewesen. Wir haben also nicht nur von den Elementen gelebt, sondern das Ingenieurbüro ist dann fast selbsttragend gewesen. Da haben wir dann immer geschaut, dass man Termine und alles, was man versprochen hat, eingehalten hat. Das war die Stärke von unserer Firma. Und das war der grosse Vorteil von der Stüssi AG dazumal, dass einer heute anrufen konnte, oh, ich sollte übermorgen die ersten Brüstungen haben. Dann konnte ich sagen, ja gut, also schicken Sie dann, morgen machen wir es, dann können wir es übermorgen die ersten liefern. Das ist alles gegangen. Wir waren selten der billigste. Normalerweise waren wir immer ein bisschen teurer. Wir haben es aber uns gleich gegeben, weil sie gewusst haben von früheren Tätigkeiten her, dass wir zu dem stehen, was wir sagen. Und dass wir das durchziehen, was wir auf Termin gemacht haben.